Jetzt geht es darum, warum der Himmel tagsüber blau ist und abends bzw. auch morgens rot erscheint. Weil eigentlich kommen von der Sonne alle Farben, wie wir auch hier oben sehen können. Das heißt, eigentlich müsste der Himmel immer weiß sein, was offensichtlich nicht der Fall ist. So, das Grau eingezeichnet ist in unserer Atmosphäre. Die Atmosphäre ist tatsächlich noch wesentlich schmaler, aber zur Veranschaulichung lasse ich sie jetzt mal so dick. So. Okay, das heißt, wenn das Licht aus dem Weltall auf die Atmosphäre trifft, geht es wieder in ein Medium mit optisch höherer Dichte, wird also gebrochen. Ich mache jetzt mal hier so einen Bereich. Das heißt, wenn ich hier in diesem Bereich von links nach rechts blaues Licht kommt, wird es gerade von der Sonne zu uns gestrahlt. Sie ist so weit weg, dass wir es als parallel annehmen können. Und wenn es jetzt auf die Atmosphäre trifft, wird es ja nach innen, also zur Mitte hin, gebrochen. Das heißt, ich mache es jetzt extrem stark übertrieben, das Licht wird hierher gebrochen. So, und hier auch noch. Zack und so weiter. Zack. Zack. So, dies bedeutet insgesamt, trifft auf unseren Teil hier in der Mitte mehr blaues Licht, als es eigentlich üblich wäre. Und deswegen ist der Himmel blau. Er ist ja nicht perfekt blau, er wirkt ja auch weißlich, wenn wir hier hinschauen. Das liegt eben daran, dass schon alle Farben dabei sind, aber es ist eben ein Überschuss an blauem Licht dabei. Und jetzt schauen wir in die Randbereiche. Wenn die Sonne eben hier oben ist, wäre also an den Rändern hier gerade Dämmerung, morgens oder abends. Ich nehme jetzt das rote Licht und gehe hier runter. Entschuldigung. Nochmal. Also ganz weit runter. So, das trifft jetzt hier auf und wird kaum gebrochen, weil es sehr rot ist. Das heißt, das kommt hier an. Auch hier kommt das rote Licht noch da hinten an, weil es ja kaum gebrochen wird. So, und hier. Genau. Hier an der Stelle, ich gebe zu, es ist stark übertrieben, kommt das blaue Licht eben nicht mehr an, weil es weggebrochen wird und in den oberen Teil der Erde hingestreut wird. Aber hier unten kommt das Rote eben noch hin. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Überschuss an Rot. Dasselbe könnten wir natürlich auf der anderen Seite malen. Was bedeutet, dass der Himmel rötlich wirkt. Da unsere Atmosphäre so dünn ist und dieser Effekt deswegen wirklich sehr gering ist, haben wir auch nur eine ganz kurze Zeit, Morgendämmerung und Abendrot. Ja, genau, weil eben nur in diesem kurzen Bereich so viel blaues Licht weggebrochen wird, dass wir einen Mangel an blauem Licht haben, aber einen Überschuss an rotem Licht.